Grundidee ist dabei, dass das, was wir über Coaching wissen und eben auch, was wir wissen über die kognitive Funktionsweise von Interaktion, auf eine technische Plattform bringen, die dann funktioniert und Menschen, angefangen bei Sportlern, aber bis hin auch möglicherweise zu Personen, die eine Rehabilitation brauchen, eine entsprechende Unterstützung zu geben. IC-Space steht für Intelligent Coaching Space. Also wir haben einen Raum, einen virtuellen Raum, in dem ein Coach Bewegungen beibringt. Und dieser Coach ist intelligent, weil er eben das Wissen der Sportwissenschaftler enthält und das Wissen über verschiedene Trainingsstrategien implementiert. IC-Space ist ein Großprojekt des Exzellenzclusters SciTech. Und in diesem Projekt kommen 6 Forschungsgruppen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen. Aus der Biologie, Psychologie und Sportwissenschaften, aus der Linguistik, also der Sprachwissenschaft und der Informatik. Und das Ziel ist, eine intelligente Trainingsumgebung zu schaffen, die einem hilft, Bewegungen einzuüben und zu trainieren, sowohl vielleicht zu therapeutischen Ansätzen, wenn ich zum Beispiel Bewegungsprobleme habe aufgrund von Erkrankung, als auch vielleicht neue Sportbewegungen einzuüben. Auch im Vergleich zu anderen virtuellen Systemen, die bisher existieren, ist IC-Space das einzige System, das mir bekannt ist, das den kompletten Coaching-Prozess inklusive Feedback, Modellbildung, Zielsetzung simuliert, technisch umsetzt und das noch in einer sehr spezifischen Art und Weise adaptiv und ja, intellektuell, also sozusagen intelligent tut. Da tauchen mehrere virtuelle Figuren auf. Die eine ist das virtuelle Spiegelbild, also dient eigentlich der visuellen Überprüfung der eigenen Bewegungsausführung. Dieses Spiegelbild können wir auch verändern, um zum Beispiel Fehler anzuzeigen oder Bewegungsfehler oder auch richtige Bewegungsmerkmale vielleicht auch zu verstärken zum Beispiel oder zu verzerren sogar in einem Spiegel. Wieder mit dem Ziel zu überprüfen, welchen Einfluss hat das auf die Bewegungsausführung, die Korrektur der Bewegung von Fehlern und das Lernen eigentlich auch dann eben mittel- und langfristig. Die andere virtuelle Figur ist, dass wir einen virtuellen Trainer präsentieren können, sozusagen der im Wesentlichen diese autonome Coaching-Intelligenz des Systems verkörpert. Also dort kommt ein virtueller Trainer, der guckt mich an, der spricht mit mir, der erklärt mir meine Fehler und der macht auch die Bewegung vor. Hello, I am a coach of the IC Space Project. I will teach you how to do a squat. Can you show me a squat? Ja, das Repertoire ist prinzipiell weit offen. Wir haben es zunächst eingegrenzt auf Kniebeugen, Gymnastikübungen, Tai Chi, Yoga oder einen Golfschwung. Das heißt zunächst etwas, wo wir sagen, das ist ganz gut beherrschbar. Im Prinzip eignen sich alle Übungen, bei denen man nicht großartig hin und her laufen muss. Also alles, was mehr oder weniger auf der Stelle stattfindet und langsam genug ist, sodass wir sowohl nach der Bewegungsausführung, aber auch während der Bewegungsausführung Feedback geben können. Wir entwickeln hier neue Methoden für computerunterstütztes Bewegungstraining, Bewegungslernen. Und das ist die ganze Bandbreite von kleinen Verbesserungen im Hochleistungssport bis hin zum Erlernen oder Wiedererlernen von elementaren Bewegungen. Und bis hin in Richtung Rehabilitation ist unser Coach in der Lage, nicht nur, wenn man so will, täglich immer wieder in einer selben Form aufzutreten. Er ist auch in der Lage, individualisiert Rückmeldungen zu geben. Und er ist im nächsten Schritt auch möglich, zu wissen, wo die Probleme der Person liegen und wie sich das im Bewegungsgedächtnis abgespeichert hat. Wir wollen nicht die Sporttrainer arbeitslos machen, aber es gibt natürlich deutlich mehr Bedarf für Bewegungslernen, als man decken kann. Also man kann hier zum Beispiel auch dran denken, Bewegungsmotivation, Bewegungslernen für ältere Menschen anzubieten, indem man das System so weit runterskaliert technisch, dass es zu Hause im Wohnzimmer laufen kann.